Das Spielniveau hier ist wirklich Bombe. So viele Spieler, so viele Plätze. Es ist sehr schön organisiert und es macht Spaß, Fußball zu spielen. Wir sind jetzt heute beim 16. Altherren Supercup. Wir sind unwahrscheinlich erleichtert und sehr zufrieden, dass es jetzt losgegangen ist. Mahlzeit! Mahlzeit! Dann kam ja Corona, es wurde mehrfach verschoben. Und durch diese Verschiebung sind es deutlich mehr Teams geworden. Und so sind wir jetzt diesmal beim größten Altherren Supercup, den es jemals gegeben hat, mit 64 Mannschaften. Als wir vom Deutschen Altherren Supercup gehört haben, war für uns sofort klar, dass wir dieses super sympathische und bodenständige Turnier unterstützen möchten. Und es ist wirklich unglaublich zu sehen, wie die ganzen Helfer, die das ja auf freiwilliger Basis machen, wie die das hier auf die Beine gestellt haben. Ich bin bei Internationale Berlin gelandet durch meinen Bruder, der hat mich mitgenommen. Hat mich gefragt, ob ich auch Lust hätte, bei der deutschen Mannschaft mitzuspielen. Deswegen mache ich das sehr, sehr gerne. Also für uns ist das ein super Event, die Mannschaften, die U32-Mannschaften hier zu sehen. Wir freuen uns natürlich auf die Profis, die dabei sind, die aus dem Profifußball kommen. Das wird sicherlich spannend, aber aus unserer Sicht, der Amateurfußball kommt immer noch zu kurz. Also wir reden von den unteren Ligen, jetzt nicht erste, zweite, dritte Liga. Von daher ist es schon toll, dass sich alle hier in Bremen zusammenfinden und wir gemeinschaftlich alle hier feiern können. Wir vor einem Jahr die Frage bekommen haben, ob wir interessiert sind, als Hauptsponsor aufzutreten, gemeinsam mit Blumenthal für Bremen was zu bewegen, für den Randsport Fußball an sich. Die Amateurmannschaften haben wir gleich gesagt, das passt zu uns, unser Engagement, auch im Sinne der Nachhaltigkeit für die jungen Vereine, die Amateurvereine im ganzen Umkreis. Wir sind da super froh, dass wir drei richtig große Partner gefunden haben, die uns hier massiv unterstützen. Das ist natürlich Transport Overseas als unser Hauptsponsor. Dann natürlich Starcar, also auch Wahnsinn. Haben wir gefragt, kannst du uns helfen, Micky Krause, wir wollen hier ein Highlight haben. Ja, natürlich bin ich sofort dabei. Und ganz zum Schluss ist auch noch Nielsen dazu gekommen, die auch gesagt haben, ey, so eine geile Veranstaltung, da wollen wir auch dabei sein mit einem Nachhaltigkeitskonzept. Wir sind ein Unternehmen aus Gronen. Die Wurzeln des Unternehmens sind in Bremen-Nord. Ich kenne Peter Musali, ich kenne Peter Novak, den Blumenthaler SV. Wir sind hier zu Hause. Wo wir uns auch mit unseren Leuten eingebracht haben, mit der Nielsen Consulting und unserem Marketing, ist, dass wir Verpackungen für die Getränke und für die Speisen präsentieren, die aus nachgewachsenen Rohstoffen sind. Ich denke, Fußball ist egal, ob es alte Herren, ob es Amateure, ob es ein Profi ist, ist einfach mit der Schönste für uns Männer oder Frauen. Also es ist einfach ein Mannschaftssport und Fußball verbindet und es macht mega Spaß und es ist für mich das erste Mal, dass ich heute hier bin. Wir wurden super aufgenommen, sehr schön organisiert. Wir haben hier Leute, die uns empfangen haben, die das einfach aus reinstem Herzen machen und es macht Spaß, Fußball zu spielen und danach ein kaltes Getränk zu trinken. Gemeinsam alle zusammen nach dieser Corona-Pandemie-Zeit auch wieder feiern. Wir freuen uns auf Stars wie Micky Krause, Tim Toupé. Ich würde mich für alle freuen, die hier sind, dass sie einmal wieder ausgelassen Party machen können und dass es allen richtig Spaß macht.
Ich gehöre ja auch schon zu den alten Herren und ich habe früher jahrelang Fußball gespielt und ich liebe Turniere. Ich habe früher auch regelmäßig Turniere gespielt. Aus diesem Grund fühle ich mich heute hier sehr wohl. Viel zu erledigen, aufbauen, hier wurde man gerufen, dann laufen halt die Menschen überall rum, die man koordiniert und dann muss man hier hinlaufen, da hinlaufen, da hat man dann also ordentlich Schritte gesammelt und war dann natürlich auch ein sehr langer Abend, also ich war glaube ich um 5:30 zu Hause und um 7 Uhr hat dann heute wieder der Wecker geklingelt. Aber es klappt gut, die Co-Ausrichter machen einen tollen Job, wir hier machen einen tollen Job und ich glaube, das wird eine runde Nummer. Amateurfußball ist ja mehr als das 1:0, sondern da geht es ja auch ganz viel um Gemeinschaft und in Gemeinschaft zusammen zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch gemeinsam Spaß zu haben und gemeinsam tolle Sachen zu erleben. Und ich glaube, alle, die an so einer deutschen Meisterschaft hier teilgenommen haben, für die ist das etwas, was sie so schnell nicht vergessen werden. Wir sind im Orga-Team ja auch verknüpft. Das sind alles Blumenthaler, die schon Ewigkeiten hier spielen und auch hier involviert sind im Verein und sich engagieren. Und da war das von Anfang an klar, dass wir auch alle gesagt haben, komm, wir machen das, wir wollen das Projekt, wir wollen hier das aufstellen. Dann trinkt man ein, zwei Bierchen dazu und hat natürlich riesen Spaß gemacht. So, ne? Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann ist man ja auch einfach nur froh, dass alles so gut klappt bis jetzt und stolz auch, dass es soweit funktioniert hat. Ne? Ich habe mir jetzt so die Viertelfinale angeguckt und ich glaube schon, dass Hertha BSC mit ihrer individuellen Stärke der Top-Favorit sind. Aber ich sage, wer Hertha schlägt, der hat auch gute Chancen, das Turnier zu gewinnen. Einschätzung Finale? Gutes Spiel hoffentlich, verletzungsfrei. Aber wird schon. Wird schon? Ja, wird auf jeden Fall schwer. Wir sind alle sehr, sehr kaputt, aber wir geben unser Bestes. Captain, Einschätzung Finale? Wir sind happy, dass wir dabei sind. Jetzt wollen wir, wenn wir schon im Finale sind, den Titel holen. Wird schwer, aber wir haben noch Körner. Ja, die ganze Veranstaltung steht da seit Jahr und Tag auf drei Säulen. Einmal der sportliche Wettkampf, der zweite ist die Geselligkeit und der dritte Gedanke, den sollte man auch nicht vergessen, ist der Charity-Gedanke. Wir haben in den 14, 15 vorangegangenen weit über 100.000 Euro gesammelt und auch dieses Jahr werden 15.000 Euro dazukommen. Und da sind wir richtig stolz drauf, weil ich finde, man muss auch immer an die denken, denen es nicht ganz so gut geht und da muss man auch helfen. Wenn wir alle helfen.